Servus Leute, ich bin der Matze. Willkommen hier zu einem Trip. Ich bin auch nicht alleine und wir haben was Schönes vor. Ihr seht es wahrscheinlich schon am Titelbild. Und ja, es ist kalt, es ist schön, es ist... Wir genießen noch die Reste des Herbsts. Es ist noch ein bisschen Laub zu sehen, aber dennoch fast kahl und alles braun. Egal, die Natur ist trotzdem schön. Bleibt dabei bei diesem Video. Ja, wir sind jetzt hier schon den Berg hochgelaufen und ich bin nicht alleine. Hi Bernd. Hi, servus. Bernd ist wieder dabei und wir stürzen uns in ein neues, unbekanntes Gebiet. Ich habe es schon seit Jahren vorgehabt, habe meine vier Buchstaben natürlich nicht hochbekommen. Jetzt in den Herbst wäre es am schönsten gewesen, aber ich sehe schon, was ich im Herbst verpasst habe. Es ist jetzt auch noch wunderschön, aber bleibt dabei und genießt das Video. Gute Frage. Das ist ja interessant. Das tolle Objekt ist wahrscheinlich beleuchtet. Zeige ich euch gleich. Ja Leute, der eine oder andere hat schon gesehen, hier ist ein Warnschild. Privatgrundstück. Betreten auf eigene Gefahr. Wir machen nichts Illegales. Und diese wunderschöne Ruine ist für die Öffentlichkeit zugänglich und wir werden sie uns angucken, hier schon in diesem tollen Abschnitt. Hier ist so ein kleiner Hügel gewesen, Bernd. Ja, ja nicht der, sondern nochmal drüber und da haben wir noch ein Stück Mauer gesehen gehabt. Also das muss wirklich eine gefährliche Raubburg gewesen sein, hier mitten im Taunus. Oi. So, wir zwei entscheiden uns für hier unten erstmal entlang zu gehen, an diesen wunderschönen Schieferplatten. Ist hier natürlich alles Schiefergestein, die ganzen Berghänge. Hier sieht man schon das erste historische Stück. Das wird wohl ein Grenzstein sein zu einem Torbogen, der hier, wo wir hier schon durchgegangen sind, gestanden hat. Aber hier gehen auch schon wieder Treppen hoch. Guck mal, hier links. Cool, es geht auf zwei Seiten hoch. Das wird hier wahrscheinlich auf einer Hügelspitze stehen, hier diese Burgruine. Aber wunderschön gelegen und in diesem schönen Wald. Toll! Hier geht es nochmal runter, dann zeige ich euch nochmal, wie es hier unten aussieht. Hier auch wunderschön diese Lichtverhältnisse, wie die hier reinbrechen. Toll. Und hier wird wahrscheinlich der Wanderweg gehen, ja. Zu der Hauptburg. Also hier von der Ortschaft, wo wir geparkt haben. Wahrscheinlich. Ja. Also wir sind ja auch nur gefühlt so knapp 600 Meter in den Hügel raufgelaufen und haben hier schon unser Ziel gefunden. Bernd, du entscheidest, sollen wir hier schon hochgehen oder im Schatten auf der anderen Seite? Wollen wir auf der anderen Seite gehen, im Schatten? Ja, und gehen wir in der Sonne runter. Ja, ja. Auch so. Gehen wir hier nochmal durch diesen schönen Torbogen, wo man hier nochmal diesen Stein sieht.
Also Leute, da ist kein offizieller Weg, schön im Schatten hochzulaufen, wäre natürlich toll, bessere Lichtverhältnisse für die Kamera zu haben. Oh oh, wäre schon wieder fast passiert. Ja Leute, wäre schon wieder fast passiert, wäre in den Dreh ausgerutscht. Ja, die andere Seite ist doch nicht gut passierbar. Da ist zwar ein Weg, da geht's runter, werden wir natürlich machen. Ui. Das riesige Treppen. Hätten ruhig mal ein paar Zwischenstufen einbauen können. Ja. Ah, hier geht's wieder runter. Von hier sind wir gekommen. Schön. Durch diesen kleinen Canyon. Oder in Deutschland sagt man Klamm. Wir wollten eigentlich hier hoch, aber vom Hauptweg zu diesen Treppen führt kein Pfad oder Weg hin. Vom Diener gesehen, werden wir danach nochmal mit großem Interesse hier runter schauen. Ich vermute mal, Leute, es geht in den Kerker da runter. Oder? Ja. Alles klar. Wir werden das gleich sehen, später. Links oder rechts, du entscheidest. Wir folgen dem Bären. Ui, das ist eine schöne Entscheidung gewesen. Toll. Dieser Baum stützt die Mauer noch. Ah, dieser alte Schiefer. Klasse. Ui. Schön. Also diese Burg bzw. dieser kleine, noch echte, originale Torbogen aus dem Schieferstein des Taunus, der ist echt klein. Also wenn ich mich mal kurz hier reinstelle, vorsichtig. Bleibt mir nicht mehr viel Luft bis zum, ja, bis zur Decke des Bogens. Aber wunderschön, aber es geht ja natürlich direkt runter. Vom Diener gesehen ist die Höhe gut ausgewogen, aber dennoch eher für Zwerge ausgelastet. Leute, ich bin knapp 2 Meter groß. Naja, die Leute früher im Mittelalter, die waren ja nicht so groß. Ist ja nicht schlimm. Wir gucken weiter. Willkommen in dieser wunderschönen Ruine, Leute. Ich fange oben an. Das war eine Eidechse, die sich die letzten schönen warmen Sonnenstrahlen sich holt, bevor der Winter kommt.
Ja, ich habe hier gerade die wunderschöne Spitze erreicht. Ich stelle mich jetzt hier auf dieses Steingewölbe. Der Bernd ist da unten. Es befindet sich hier im Hofe eine Feuerstelle. Weiter außen ein wunderschöner Brunnen, den ich nochmal zeigen werde. Und dieser wunderschöne Ausblick, Leute. Es ist mit diesem heutigen Tag die letzten warmen Strahlen für die Tiere. Und deswegen sind ja natürlich die Eidechsen draußen. Und solche Objekte lieben die natürlich, ne? Und nutzen ihren Lebensraum dazu. Nicht nur Eidechsen, sondern auch Insekten und andere Tiere. So, dann gehen wir mal hier auf die Mauer. Oh mein Gott, hier geht's richtig runter. Ich gehe jetzt nicht weiter vor, weil ich habe schon unten gesehen, es beugt sich hier das obere Teil eher nach außen. Von denen her gesehen ist, wie gesagt, wir treten auf eigene Gefahr. Ich möchte auch nicht mein Leben riskieren, aber dennoch einen kleinen Moment innehalten. Auch wenn die Natur, die Pflanzen, die Bäume ihre Blätter schon verloren haben und ihre Photosynthese eingestellt haben, um sich in den Winterschlaf zu begeben, ist es dennoch schön, schön innezuhalten, die saubere Luft einzuatmen und die Natur genießen, auch wenn sie so trist ist. Und solche Momente hier, wie diese, eine so tolle Ruine. Kein Kiosk, kein Verkauf, kein wollen Sie ein Eis haben. Einfach nur Natur und ein Stück Geschichten genießen. So, da beginnen wir hier. Wie ich vorhin schon gezeigt habe, die Burg wird beleuchtet. Bernd hat hier auch schon Stromanschlüsse gefunden. Klasse, ne? Hatten die natürlich die Burgbewohner im Mittelalter nicht. Hier nochmal so eine Außenfassade. Schön. Und hier zwischen die Bäume sieht man da noch eine Burg, die ist natürlich restauriert worden mit Gastronomie und etc. Ist auch ganz schön, aber nicht so ganz mein Fall. Ich bevorzuge hier immer eher sowas. Wie ihr seht, auch hier der Platz sehr sauber gehalten. Hier waren welche schon, die haben Feuer gemacht. Waren wahrscheinlich kleine Kinder gewesen, weil sie einen Schieferstein als Schutz benutzt haben. Ist eigentlich ganz schlecht, weil wenn der Schieferstein erhitzt wird, platzt der und dann kann es sein, dass du Steinsplitter schön ins Gesicht geflogen bekommst. Deswegen sollte man sowas nie benutzen, sondern ganz normale Steine. Ja, hier ist halt noch eine alte Mauer komplett erhalten mit dem Fenster. Also meines Erachtens war dieser, auch hier dieser Teil auch komplett eingeschlossen. Also das war wahrscheinlich ein kompletter Raum mit hier so ein kleiner Vorplatz, sobald man hier die Treppen hochgegangen ist. Hier geht's weiter zu dem Brunnen. Gleich geht's zu dem Brunnen.
Hier ist auch nochmal ein schöner Platz. Hier stand mal auch ein Turm. Hier, das ist da definitiv rund gewesen. Hier könnt ihr das besser sehen nochmal, dass dieser Platz rund gewesen war. Hier geht es natürlich extrem runter. Ja. Und hier hat man natürlich eine riesen Aussicht. Ah, guck mal Leute, Rotwild. Ich gehe jetzt nicht weiter vor, weil ich Bedenken habe bezüglich des alten Gemäuer. Wer weiß, wie es über den Sockel befasst ist. Ich meine, natürlich hält die Mauer noch ganz, aber dennoch sehr gefährlich. Ja, hier die Perspektive, nochmal die komplette Burg zu sehen mit dem Brunnen. Und hier, Leute, man hat jetzt bessere Sicht, was ich vorhin euch schon gezeigt habe. Das ist nochmal die andere Burg. Natürlich komplett renoviert, restauriert, instand gehalten. Und man sieht natürlich komplett, dass es da eine Gastronomie gibt. Nicht schlimm, aber ja. So Leute, natürlich kommt jetzt das Herzstück, beziehungsweise das Wichtigste, dass man auch auf der Burg überleben kann, dieser Brunnen. Boah. Geht's hier runter. Man sieht es ja gar nicht so im Bild. So Leute, der Brunnen, es geht enorm tief runter, also es ist auch so schwer durch die Gitterstäbe zu filmen, weil es sonst die Kameraperspektive des Formates sich ändert. Ich kann da nicht weiter runter gehen. Auf jeden Fall ist es wirklich sehr interessant. Es geht erstens mal richtig tief runter und unten, ne, in diese Richtung geht da noch mal ein Tunnel. Ich versuche mal ein Foto zu machen. Leute, ich blende das einfach mal ein, okay? Also richtig interessant hier diese Burg. Und vor allem so wunderschön erhalten. Man sieht durch die Gesteinsschichten der Schieferplatten keine weiteren Erneuerungen, sonst würde man irgendwelche Farbabweichungen sehen. Aber das hat man jetzt hier in dieser Ruine nicht. Von dem her kann man da wirklich 100% sagen, die ist komplett original so erhalten, da ist nichts noch erweitert worden oder verneuert, drangebaut worden im Mittelalter nach der Zeit für diese Ruine. Burg, jetzt ist eine Ruine. Aber sonst hat es wunderschöne
Zugangsorte oder Zufluchtsorte für Tiere und Insekten, um hier einen tollen Lebensraum zu gestalten. Der Brunnen ist halt natürlich das Schmuckstück, auch wenn man da jetzt reinguckt, der ist richtig cool. Da hat man ja richtig Bock mal sich abzuseilen, aber man wird gehindert durch das Gitter, um halt mal hier so ein Wassersystem nachzulaufen für die Burg. Wer weiß, ob da noch der ein oder andere Ritter drin liegt. Tja. Hast du schon Hunger, Bernd? Bisschen, ja. Bisschen, ja. Schauen wir noch da außen rum. Und dann schauen wir mal was Schönes zum Essen. Machen wir. Ja. Auf. Wir schauen uns nochmal den vermutbaren Kerker an. Und dann machen wir uns was zum Essen. Bernd und ich sind jetzt natürlich auf die andere Seite runtergegangen. Die Treppen. Hier sieht man die Umrisse der Burg. Natürlich alles wunderschön. Hier sieht man eine Kanzel. Oder hier steht eine Kanzel auch. Gehe ich auch noch gleich mal hin. Bin auch interessant, was da ist. Und ihr seht es. Ihr seht es. Leute. Boxen. Mit irgendwelchen wahrscheinlich Gerätschaften drin für den Jäger. Eine Feuerschale. Leute, weißt ihr, was ich gesagt habe? Das ist die vermutliche Folterkammer gewesen. Stark. Okay. Hier steht eine Kanzel. Denke ich mal. Also von der Weiten sieht es aus wie eine Kanzel. Aber hier ist ein Lämpchen noch mit dran. Ein Dach. Mein Gott. Ein Scheißhaus. Was auch versperrt ist. Meine Güte. Mit Wasser. Naja, da ist Licht drin. Wie die Lampe. Leute. Oh mein Gott. Welch interessanter Fund. Aber dennoch, hier ist noch ein wunderschöner Platz. Hier waren die Rehe gewesen. Also hinter der Sitzkantel sozusagen mit Waschbecken, in dem man sich erholen kann, befindet sich hier dieser, schön gesagt, ne? Ja. Dieser schöne Plateau, Terrasse. Hier nochmal die Burg. Mauer, die Runde, wo ich drauf gestanden bin. Und hier geht es nochmal interessant weiter. Das war bestimmt doch ein Raum. Hier ist natürlich ein Ausgang. Und hier dahinter ist nochmal ein wunderschöner Torbogen, Leute. Ja, schau mir doch das mal an. Brauchst du Hilfe? Geht's? Ich denke, es geht. Sind wir gleich. Ja. Sieht ja von oben schlimmer aus, als wie es ist. Der Bernd hat gesagt, er hat uns auf diesen unangenehmen Geruch aufmerksam gemacht. Es riecht nach Wildschwein, Leute. Aber ich denke, das ist hier eher dieses trockene Laub und Zeug. Ne? Man hat ja Wildschweine, wenn die riechen, dann riechen ja natürlich nach Tier und Fäkalien und halt noch nach Erde. Ja. Aber es, ja, wenn wir wissen, ob ist ja da hell. Irgendeine Begegnung. Tja, was man nicht macht.
war rutschiger. Ja, ich bin auch fast hingeflogen. Der sieht immer so leicht aus, aber wenn man dort steht und dann runterschaut, dann nimmt man das ganz anders wahr. Und wenn der Boden noch nass ist, ui, schön. Sieht auch schön aus, ne? Vor allem das Moos, guck mal, Leute. Wie schön leuchtet. Von der Sonne beschienen. Wird das Moos hier wunderschön beleuchtet. Ich fasse es mal an. Es ist wunderbar flauschig. Natürlich auch nass. Toll. Oh, ein geschlossener Raum. Das ist ein geschlossener Raum, ja. Ui. Schade. Aber trotzdem cool. Hier am Boden wachsen Pilze. Das ist doch ein großer Raum. Ich hätte jetzt eigentlich gesagt, eine Art Bestallung für Pferde. Aber überhaupt nicht. Das ist definitiv ein Raum gewesen. Hier so eine große klassische Zinne. Wir gucken mal durch. Okay. Schön. Hier sieht man natürlich noch die Spuren der Tür. Wie massiv die bestimmt war. Hier waren die Gelenke drin. Hier aber auch. Oder es könnten so gewisse Balkenträger gewesen sein, die hier eingearbeitet worden sind. Und der eine oder andere hat es schon gesehen. Hier ist ein Vogelnest. Schön. Und in diesen alten, verlassenen Raum hat sich ein Baum durchgeschlagen. Nach vielen Jahren Durchsetzung der Natur hier in diesen alten Gemäuern. Ja, hier nochmal geht es komplett runter, Leute. Es gibt hier keine Brücke, kein gar nichts. Es sind definitiv zwei Räume, Bernd. Ja, definitiv. Aber es ist total unlogisch. Hier geht es komplett runter. Also für Menschen normaler Weg oder mit der Kutsche oder mit dem Pferd gar nicht zugänglich. Echt komisch. Vielleicht war es ja irgendwie so konstruiert, dass man da von dieser Seite, wo wir jetzt stehen, irgendwie doch noch irgendwas verdeckt hat, dass man hier vielleicht einen Fluchtweg genutzt hat. Aber wir versuchen jetzt hier an der Mauer entlang zu gehen. Es sieht auch nicht gefährlich aus. Es ist auch alles trocken, es ist fest. Boah, Leute, der Schiefer ist auch ganz schön scharf. Ja. Und Bernd, hier aufpassen. Ja. Hier ist eine schöne Raupe. Die sich
zwischen den Schieferscharten einen schönen Winterplatz sucht. Ui. Sieht halt auch eher aus wie so ein Wildpfad. Die Rehe, die hier von oben runtergelaufen sind, die sind wahrscheinlich diesen Pfad gelaufen. Hier habe ich rausgeguckt. Gehen wir hier außen entlang? Ja. Ja, wir haben Hunger. Ich habe auch Hunger. Was Warmes. Bernd hat sich schon diesen wunderschönen Plateau ausgesucht. Oder diese tolle beflutete Terrasse. Ja, bleiben wir hier, oder? Ja. Ich glaube, wir brauchen auch keinen großartigen Tarpaufspann. Nee, das Wetter ist ja top. Ja. Ach, guck mal hier, das war wahrscheinlich Feuerstelle. Aber auch wieder Schiefer. Alles wieder Schiefer. Das ist aber richtig schlecht. Warum? Warum ist das schlecht, Schiefer als Feuerabfang oder so zu benutzen? Weil es Druck aus. Also entsteht Druck. Es entsteht perfekt, genau. Ja. Schiefer sind ja hier mehrere Gesteinsschichten, die man hier sehen kann. Und wenn diese Gesteinsschichten heiß werden, kann natürlich so kleine Luftkammern drin sein. Reicht natürlich auch aus, einfach eine Zwischenkammer zu haben. Und wenn die Zwischenkammer erhitzt wird, platzt dieser Stein. Deswegen niemals eine Schieferplatte als Feuerstellenkranz hernehmen, weil die platzen können und lauter schöne, eklige Steinsplitter, die dann ins Gesicht fliegen. Ja Leute, das war die Präsentation oder diese wunderschönen Rundläuft dieser Burg hier, diese Burgruine, hat riesig Spaß gemacht. Also ich habe sogar viel, viel mehr gesehen, als wie eigentlich Bilder im Internet zeigen. An diesem Standpunkt gibt es ungefähr 29 Bilder, aber wir haben jetzt hier hintere Kammer noch gefunden gehabt und halt die Folterkammer. Das haben die natürlich nicht veröffentlicht. Ist aber trotzdem wunderschön gewesen an diesem Tag. Möchte mich von denen her verabschieden. Ich sage Servus Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr, sehr freuen. Natürlich auch auf einen Kommentar, wer Interesse hat. Und ja, ich sehe euch dann das nächste Mal wieder und lade euch ein zu diesem kommenden Kochvideo. Bernd und ich machen uns schon gemütlich. Nicht sagen, was du hast. Nein. Überraschung. Überraschung. Ja, genau. Nee, es war schön, hat Spaß gemacht und genau, gerne wieder. Ja. Weil der Bernd hier seine neuen Sachen einweiht und auf meinen Empfehlungen wird er die natürlich jetzt erstmal einweihen und damit kochen. Deswegen gibt es ein zweites Video, ein extra Video drüber, sonst wird es ewig lang, dieses Video. Von denen her gesehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus.